Wer hat denn einen Sexroboter zu Hause? Das wäre vielleicht doch ein bisschen indiskret, die jetzt hier einfach so in den Saal zu werfen, weil ja auch sehr klar scheint, was man mit so einem Sexroboter machen kann. Vielleicht etwas weniger klar ist dann schon, was darf man mit so einem Sexroboter überhaupt machen? Und dann gibt es ja auch noch weitere Aspekte, Sicherheitsaspekte beispielsweise. Und da spreche ich jetzt nicht über Safer Sex, sondern das ist ja auch ein technisches Gerät, also über IT-Security. Wir sehen also etwas, was vielleicht zuerst so wie ein relativ simples Spielzeug, Fragezeichen, wirkt, ist letzten Endes doch eine ziemlich komplexe Materie. Und deshalb freue ich mich sehr, heute Iris Pfann hier zu begrüßen, die Philosophin und Juristin ist und sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat und uns etwas darüber erzählen wird. Begrüßt mit einem herzlichen Applaus Iris Pfann. Ja, danke, danke. Meine erste Frage ans Publikum, an euch ist auch immer, wer hat denn schon mal von einem Sexroboter gehört? Oh, das sind schon, das ist gut, dann brauche ich nicht so viel zu erklären, vielleicht ist der Vortrag dann kurz. Die Erfahrung hatten wir ja eben schon abgefragt, da hat sich keiner getraut zu melden, okay. So, ich habt ihr euch ja schon gedacht, wurde ja eben so freundlich vom Chris hier vorgestellt. An meinem norddeutschen Aussehen könnt ihr ja erkennen, dass es ein bisschen hannöversch heute wird. Das tut mir leid, ich hätte mir Mühe gegeben mit Schweizerdeutsch. Ich kann es leider einfach nicht, aber ich hoffe, das ist in Ordnung so. Der Vortrag hat ein bisschen eine recht generische Überschrift, was das Ganze aber dann auch schon ein bisschen dahin lenkt, wie interdisziplinär das Ganze sein kann. Wir haben in der vorgegebenen Zeit selbstverständlich eher nur die Möglichkeit, ein bisschen alles anzureißen. Ich hoffe trotzdem davon, ein gutes Bild euch vermitteln zu können. So, Chris hatte mich soweit auch schon vorgestellt. Die Folie übergehe ich ein wenig, dass ich so mitten im operativen Geschäft im Rechenzentrum sitze. Deshalb auch relativ Schmalspur als Philosophin dann direkt auf die Roboterethik gegangen bin. Aber dann das Ganze nochmal mit meinem Promotionsthema ausgeweitet habe, könnt ihr hier sehen. Und wenn ihr hinterher Fragen habt, natürlich auch gerne dazu stellen. Bei Recht, das ist ja ein so weites Feld wie IT-Security und Philosophie zwar auch, habe ich mir mal einfach das Lieblingsthema aller so rausgesucht und dachte, wenn, dann müssen wir da so schon richtig in die Vollen gehen. Auch wenn jetzt relativ viele zumindest davon gehört haben, lasse ich es, möchte ich doch mal ein bisschen damit anfangen, erstmal auch ein bisschen mit dieser Ambivalenz, die Menschen haben. Menschen möchten sich für verschiedene Tätigkeiten, für die sogenannten Robotertätigkeiten, alles was Dully, Dangerous oder Dirty ist, Roboter beschaffen. Auf der anderen Seite ist ja immer diese Angst, wir werden ersetzt, ne? Dieses in aller Munde jetzt liegende große Buzzword, nenne ich es mal, weil das ja für stellvertretend für alles Mögliche steht, KI. Oh, da wird Angst erzeugt. Dass man sich einen künstlichen Gefährten schaffen will, ist schon ganz, ganz alt. Dem Hephaistos, dem griechischen Gott der Schmiedekunst, wurde einst nämlich die Frau gestohlen vom Kriegsgott. Und dann hat er beschlossen, naja gut, ich kann eben etwas, ich kann schmieden. Und dann schmiede ich mir eben die Frau selbst. Okay, Dienerin, dieses Dienen und Frauen und als Assistentin, das ist ein immer wiederkehrendes Motiv. Das kann man jetzt schon mal so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Ihm hat auch eine Frau nicht genügt. Er soll zwei Frauen geschaffen haben. Das ist sehr schön beschrieben, wie das so mechanisch ineinander lief und überhaupt. Und zwei goldene Dienerinnen. Er war auch in der Antike nicht der einzige. Pygmalion, von dem haben ja sicherlich schon einige gehört, war ein etwas von der Frauenwelt frustrierter Jüngling auf der Insel Zypern, der sich dachte, puh, ich habe genug von den Frauen. Ich bin gut da drin, das war eine Frau aus eine Statue zu schaffen und hat sich Galatea geschaffen und sich unsterblich in sie verliebt, weil sie einfach so schön war und wünschte sich immer, wenn der Galatea nun der ein wenig Atem eingehaucht werden würde und ich mich mit ihr ja das Erleben verbringen könnte, dann wäre so sein Wunsch erfüllt. Es soll so gewesen sein, wobei nicht ganz klar ist, in den Überlieferungen wird mehr beschrieben, wie er jene Statue bestieg. So, das war von ganz, ganz früher und nun, wie sehen die heute aus? Das ist ja eigentlich viel interessanter für uns jetzt und heute und so jetzt im 21. Jahrhundert.
Es kommen gleich auch noch Bilder. Ich mache es jetzt erstmal so ein bisschen theoretisch. Für so eine besonders gute Vorstellung eines Sexroboters darf natürlich das sogenannte humanoide Aussehen, also ein besonders menschlich wirkendes Aussehen, nicht fehlen. Aber da ist nicht nur das Aussehen, allein die Haptik spielt natürlich eine gewisse Rolle. Die meisten haben immer so die Vorstellung, oh, Roboter, Metall und kalt oder Plastik. Nein, es gibt die durchaus inzwischen mit relativ gut überzogener Haut, die fast ein bisschen menschlich wirkt. Nicht nur vom Taktil her, auch vom Klang, wenn man da mal so draufschlägt. Es wirkt ein wenig menschlich. Ja, ich verrate zu viel. Das sagt auch immer sehr viel über die Sprecherin. Das ist mir klar, aber das ist in Ordnung. Ihr könnt da auch überall Fragen zu stellen. Ich werde vielleicht sonst auch mal nicht antworten. Naja, also Wärmesensoren, damit es auch nicht nur so ein kalter Gegenstand ist. Herzschlag und Ähnliches. Was ich hier aufgelistet habe, für diejenigen, die aus der IT kommen, Customization ist ja mal ein großes Thema. Die Haut selbst oder Areale von der Haut, also Brustwarzen, Vorhof etc., Haarfarbe, Augenfarbe, alles verhältnismäßig individuell nach Portemonnaie und den Vorlieben des Users, der Userin wählbar. Genau so, ja, was ja eine gewisse Rolle spielt, Vagina vibrierend, habe ich geschrieben, Penis in durchaus verschiedenen Zuständen. Was ganz spannend ist, auch komme ich gleich nochmal auf die verschiedenen Geschlechter zu. Es gibt auch so einen sogenannten Geschlechtskonverter. Also man kann sich eine Figur auswählen, aber auch an bestimmten Stellen austauschen. Der Preis dürfte ein wenig veraltet sein. Ich muss mich da leider auf die Herstellerangaben verlassen. Deshalb kann ich es nicht wirklich, wirklich prüfen. Der ist so ungefähr von 2020. Angeblich hat das Ganze in der Pandemie einen richtigen Auftrieb erfahren und das dürfte deutlich darüber liegen inzwischen. So, die Geschlechter hatte ich eben schon gesagt. Es gibt weiblich gesehen, gelesene Wesen, Männer, Modelle, aber auch non-binäre Modelle. Lassen wir mal beim Roboter so hinstehen, ob das alles so übertragbar ist. Wir hatten eben auch gehört, es sind ja mehr Kopien. Vielleicht wird es hier so ein bisschen interessant bei so quasi vorgefertigten Charakteren. Da habe ich so die gängigen von, es gibt so 5 große Hersteller weltweit, die man hat. Die meisten lachen hier schon ein bisschen im Saal. Ich sehe hier so das ein oder andere verständnisvolle Grinsen dazu, denn die Kategorien sind nicht ganz unbekannt. Zwar, und ich kann auch später ein bisschen auflesen, woher das so kommt. Ich versuche es dennoch zu erklären für diejenigen, die dann doch bei den Namen allein etwas ahnungsloser sind. Wild Wendy ist so der temperamentvolle Charakter, natürlich so, kann man so übertragen. Frigid Farah ist diejenige, die sich hier ein bisschen ziert, die auch mal Nein sagt und bestimmte Dinge vielleicht nicht will. Da kann man strafrechtlich übrigens drüber nachdenken, ob Nein heißt Nein bei einem Roboter das gleiche Nein ist wie das menschliche Nein. So, Mature Martha, das reife Modell, Young Yoko, wenn ich sage Schulmädchenmodell, da dürften mich die meisten verstehen. Bei den 5 Modellen nehme ich immer Rocky dazu, weil das ungefähr das Größenverhältnis widerspiegelt, wie Roboter verbreitet sind. Es gibt ein männliches Modell zu den dann überwiegend weiblich aussehenden Modellen. So, ich wollte euch nicht länger auf die Folter spannen. Es sind Bilder von 2020. Jetzt kommt ein bisschen die Enttäuschung. Die sehen ja doch noch ganz schön unecht aus. Ja, na klar. Die sehen ungefähr so aus. Die funktionieren auch. Na gut, da komme ich gleich drauf zu. Aber was ich hier eben so andeuten möchte, schon sehr hypersexualisiert, also bei den Männern breite Schultern, Sixpack, schmale Taille, bei den Frauen nicht ganz so gut zu sehen, aber hypersexualisierte Brüste, sehr, sehr schmale Taille und gut, Beine bis zum Boden ist vielleicht in Ordnung. Auf jeden Fall sind das so die Modelle. Man lässt sich ja übrigens deshalb immer so ein bisschen sehr davon täuschen, weil wir alle so eine gewisse Vorstellung haben, wie Roboter sein könnten, dadurch, dass wir medial so geprägt sind von Science-Fiction-Filmen. Da spielen aber ja paradoxerweise, werden Roboter immer von Menschen gespielt. Also hat man ja immer so den Eindruck, oh, die müssten viel besser funktionieren und wie sie alle heißen, Westworld und Her und Ex Machina, die Roboter sehen ja toll menschlich aus. Also es sind ja auch Schauspieler. Gut, und wenn wir eben auf diesen Markt hier gucken, das sind so gängige Modelle. Da sich, ich hatte den Preis ja eben genannt, natürlich nicht jeder erstens so ein relativ großes, vorhin fiel das Wort Toy, in den Haushalt stellen kann oder möchte, erstens wegen des Preises und so ganz praktikabel ist es nicht. Wenn wir da zum Beispiel an Vibratoren und Ähnliches denken, das ist etwas, was in der Nachttischschublade vielleicht verschwindet. Eine solche Figur nicht ganz so einfach.
gibt es sogenannte Bordolle, ein schönes Kofferwort zwischen Bordell und Doll wie Puppe. Und das haben wir mal, haben einen Forschungskollege und ich in Dortmund besucht. Das ist auch schon einige Zeit her. Hier sieht es ja durchaus noch relativ, ja, künstlich aus, ne? Wir gehen ja auch von künstlichen Gefährten aus. Das ist jetzt auch ein bisschen zu gut beleuchtet. Wenn man aber so ein bisschen kurzsichtig ist wie ich und dann daran vorbeihuscht an dieser Personengruppe, dann sieht man durch diese Gestaltung schon sehr viel Menschliches. Also man erschreckt sich. Wir hatten gestern auch kurz das Thema Uncanny Valley, also so zu ähnlich, sehr menschenähnlich, und dann kriegt man so einen kleinen Schauer, so einen Schreck. Man fällt in dieses unheimliche Tal, weil da etwas, wir identifizieren es irgendwie als Nichtmensch, aber etwas ist, was doch sehr menschlich wirkt. Ich lasse das mal so auf euch wirken. Ja, hier jetzt eine Bildzusammenstellung. Ich finde, oben ist es schon sehr gut nachgestaltet. Also so, da wirkt die Haut, also auch mit so ein paar Unebenheiten, durchaus sehr menschlich. Das ist natürlich ein creepy Bild hier mit den Körpern und dem Fleischerhaken da im Nacken. Der Roboterkopf, der hat noch eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, könnt ihr euch schon mal merken. Was ich zu diesen Körpern vom Band noch sagen wollte, es wird ungefähr seit 10, 15 Jahren davon gesprochen, dazu geforscht und ungefähr in, das ist so der Zeitraum, also es ist ja noch ein relativ junges Forschungsgebiet, dazu hergestellt. Und ganz am Anfang hat man geglaubt, je schöner, je perfekter, je besser die vom Band kommen und besser aussehen als Menschen, desto begehrter sind sie womöglich. Das ist aber nicht das, woran das menschliche Auge und der Geist so gewöhnt ist. Denn im Gegenteil, also diese kleinen Imperfektionen auf der Haut, ein Muttermal, eine Narbe, vielleicht ein Tattoo, das ist das, was das menschliche Auge ein bisschen sucht. Und deshalb wurden die auch umgestaltet. Zum Beispiel die Haut und nicht mehr so ganz, ganz glatt vom Band. Das ist auch ganz, ein ganz interessantes Geschäftsmodell übrigens, da so das Aussehen, also wirklich existierende Gesichter zu verkaufen. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, denn es geht ja auch nochmal ein bisschen um Recht oder Jura im Allgemeinen. Wozu das Ganze? Was soll das denn? Ja, man könnte es eben so ganz sexualwissenschaftlich ein Erlebnisgegenstand nennen, was übrigens für gewisse Toys eben auch gilt. Zum Self-Sex, da kann man eher drüber nachdenken, ob es das ist oder ob man den Roboter, das Gegenüber, in irgendeiner Form als Person anerkennt, dann wäre es gar nicht mehr so Self. Also das kommt auf den Entwicklungsstand drauf an und auf das große, große Thema Bewusstsein etc. Da komme ich gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, beziehungsweise vielleicht gehen wir in den Fragen darauf an. Transhumanistischer Sex, das ist natürlich von den Befürwortern, von den, ich möchte sagen, Enthusiasten, ein Wort, ein Ziel, was hier immer proklamiert wird, weil man natürlich die Frage stellen kann, Chance oder Risiko, Pro oder Contra. Transhumanistisch bedeutet in dem Gesetz weit, weit, weit über das menschliche Vermögen hinausgehende Sex. Das ist ja natürlich so eine irre Vorstellung, die ganz, ganz viele haben, die man teilen kann oder auch nicht. Wir sind, weil ich eben auch sagte, Parallelen zum Vibrator da mit meinetwegen dem Druckwellenvibrator relativ dicht schon dran. Da ist etwas im Gange, was Menschen nicht schaffen. Kann man mal so für einen Anfang so dahinstehen lassen. Ja, man kann sich natürlich insgesamt noch Gedanken machen, Prostitution, zumindest Zwangsprostitution, das ist immer mit strafrechtlichen Handlungen einhergehend behaftet, wie Menschenhandel, wie Freiheitsberaubung, Körperverletzung etc. Das wäre doch dann ein ganz guter Zweck, wenn wir einfach sagen können, dafür haben wir Roboter, dafür nutzen wir Roboter und dafür ist es eben auch sinnvoll, die weiterzuentwickeln. Ja, ich habe dann noch so, was mir so eingefallen ist, Hilfe für Sexualunterricht. Ich bin aus dieser Generation, da hat man im Unterricht dann so Kondome über irgendeine Banane gestülpt. Vielleicht ist das hier ein bisschen realistischer. Ich weiß es nicht genau, ich lasse das mal so dahinziehen. Die Sexualassistenz, das ist ja ein relativ neues Feld noch. Aber man sieht, dass da Bedarf ist. Das ist für Menschen, die eben von sich aus allein körperlich oder vielleicht auch psychisch nicht in der Lage sind, Sex selbstständig auszuführen, durchaus sehr probat, eine solche Assistenz in Anspruch zu nehmen. Sexualassistenten und Tinnen sind ausdrücklich Menschen, die nicht in der Prostitution oder in der weiteren Sexarbeit tätig sind, sondern die auf dem therapeutischen Gebiet tätig sind. Gibt es aber viel zu wenig, aber ein hoher Bedarf ist da. Lässt sich drüber nachdenken, ob dafür
Sexroboter einsetzen können, so wie im Allgemeinen bei der Therapie sexueller Störungen. Die gehe ich jetzt gar nicht mal so ein, aber das fängt bei meinetwegen auch Soziophobie an, bis hin zu Sexsucht und Ähnlichem. Jetzt habe ich das Wort so ganz oft in den Mund genommen, Sex, und es scheint immer so, auch wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, eigentlich will sie irgendwas zu Jura sagen und auch irgendwas zur Philosophie und das verknüpfen mit KI und nicht so nüchtern und Sex sells, wie kriegen wir das mal hin? Und das ist immer so ein bisschen so ein nice to have. Wir müssen uns um die Gesundheit kümmern, wir müssen uns um den medizinischen Sektor kümmern, da haben wir Fachpersonal, Fachkräftemangel und alles andere kommt später. Selbst der Deutsche Ethikrat im Jahr 2019 hat eine Jahreskonferenz zu Pflegerobotern gehalten. Also man setzt sich durchaus mit dem Thema auseinander. Gestern hatten wir Paro, die ja diese Robbe, die bei Demenzkranken eingesetzt wird. Dann gibt es einen sogenannten Robert, ein Roboter, der kranke Menschen hebt und wieder ins Bett hebt oder eben aus dem Bett raushebt. Da ist sich jeder von uns sofort einig, ja, das sollen keine Menschen machen. Das ist diese typische Roboterwork, Dirty, Dully, Dangerous. Damit macht man sich den Rücken kaputt und wir haben eigentlich auch nicht genug Pflegepersonal. Das wäre total toll, wenn das Menschen machen. Wenn man sich im Bereich Sexualität Gedanken macht und in dem Fall den Deutschen Ethikrat dazu fragt, dann kommt leider nur eine sehr schmallippige Antwort so, Pflege und Gesundheit sind sehr viel wichtiger. Kann man ja mal drüber nachdenken, was das für eine unsinnige Antwort ist. Und natürlich nichts gegen den Vorsitzenden Dabruck damals. Ich habe nur gedacht, das kann das gar nicht sein und habe mal geguckt in einer darüber liegenden Definition. Wir hatten gestern auch das Thema, dass Juristen, also Philosophen unheimlich gern definieren, aber Juristen toppen das manchmal dann noch. Und es ist, Sexualität ist ein Teil des gesundheitlichen Wohlbefindens. Und gehört damit natürlich eindeutig zur Gesundheit. Ich sehe hier zustimmendes Nicken. An und für sich ist das uns allen, zumindest können wir uns mit dem Gedanken anfreunden. Das ist es aber in der Öffentlichkeit gar nicht so. Und also es besteht auch immer so, man merkt, wie stark tabuisiert das Ganze dennoch ist. Ganz wichtig, dieses Aber, was ich auch fett gedruckt habe, das kommt auch aus einer bestimmten politischen Richtung. Natürlich kann man, nur weil es festgestellt ist und auch in der Menschenrechtscharta mit kodifiziert worden ist, dass es eben ein Recht auf Gesundheit geben gibt, entsteht daraus noch nicht ein Anspruch auf Sex mit Menschen oder womöglich auch noch mit bestimmten Menschen. Ich nenne jetzt mal so dieses Stichwort Incel, das ist jetzt aber nochmal ein ganz eigenes Thema, woraus heraus sich ein solcher vermeintlicher Anspruch generiert. Den muss man hier ganz klar verneinen, nur damit es nicht zur Verwechslung kommt an dieser Stelle. Gut, jetzt habe ich ganz, ganz viel von Robotern und KI schon auch geredet und ihr habt jetzt hier so Bilder gesehen, die eher wie eine Puppe wirken oder eben schon auch noch sind. Was ist denn dann der Unterschied? Ja, ich habe es jetzt eben schon einmal mich da ein bisschen verraten. Die künstliche Intelligenz, das große Stichwort. Natürlich ist das auch ein ganz, ganz weites Feld und wir können das hier nur eingrenzen auf diesen bestimmten Bereich, auf das sogenannte Machine Learning oder ML, maschinelles Lernen, die da in diesen unterschiedlichen Tools stecken. Ich hatte ja gesagt, die Mikrofone hinter den Ohren, die der Spracherkennung dienen. Jetzt muss man sich das aber vielleicht mal so smart vorstellen, wie in all den Smartphones, die meisten so mit sich tragen, da ist eine Siri drin, eine Cortana oder eine Alexa. Ne? Alles weibliche Namen, Assistentinnenfunktionen und ähnliches. Ihr wisst, wie klug die sind, wenn man die das erste Mal benutzt. Das wirkt, als wenn ein Wikipedia-Eintrag vorgelesen wird. Bilderkennung, ja, auch die Kameras hinter den Augen. Das ist an und für sich ja auch relativ gut nachvollziehbar. Wir hatten eben in der Keynote so ein bisschen dieses typische Katzenbeispiel. Ihr wisst, alle ohne Katzen kein Internet. Und Katzen können Bilderkennungsprogramme sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel, sehr, sehr gut erkennen, weil einfach so viele Katzenbilder existieren. Gut, bin ich auch nicht ganz unschuldig dran. Aber auf jeden Fall ist es im Bereich der Sexroboter möglicherweise ein bisschen was anderes. Wenn man aber ein bisschen überlegt, woher das Bildmaterial kommt, kommen wir auch noch später zu Folgeproblemen dazu. Das ist sicherlich nicht ganz, ganz richtig so, das Synonym zu Sprach- und Bilderkennung, Mustererkennung, das sind ja jeweils Mustererkennung. Aber in Ausarbeitung mit Sensoren spielt es hier eine besondere Rolle. Ob
der sogenannte Intimbereich des Roboters wirklich einer ist, aber wenn wir das so gleichsetzen mit dem des Menschen, da sind Sensoren verbaut, die da aufnehmen von Nutzern. Die Nutzung, Häufigkeit, Schnelligkeit, das Tempo, wer ist drin, etc. pp. Also jetzt sieht man so, okay, wir hatten eben noch Sprache, wir hatten eben noch Bilder, aber diese Art der Nutzung und diese Art der Daten, ich sagte ja schon so, Lieblingsthema Datenschutzrecht, da wird es jetzt schon ein bisschen, ich glaube, klarer, warum ich das durchaus als gutes Thema betrachte, darüber nachzudenken, wie man Datenschutzrecht ein bisschen plastischer erklären kann, ohne irgendwie die DSGVO hoch und runter zu deklinieren. Wie wird KI besser? Das ist jedem auch klar. Daten. Daten, Daten. Viel Datenhunger, ob zum Training oder vorher, zur Voreinstellung. Das muss ich, glaube ich, und die verschiedenen aus den Tools, die Daten, die aufgenommen werden, die haben den Saal hier schon auch ein bisschen ruhiger werden lassen, merke ich, weil ist doch da wohl Arbeit. Jetzt habe ich hier einen sehr langen Text, den ich natürlich nicht vorlesen werde, vorgelesen. Ich weiß, in der Schweiz gilt die DSGVO so in der Form nicht direkt. Es geht hier um sensible Daten. Das muss man auch gar nicht, wie es Juristen so gerne machen, subsumieren. Das ist einfach, das liegt auf der Hand. Das ist total offensichtlich. Ich habe rot mal herausgenommen, worum es unter Umständen in diesem Feld gehen kann. Gesundheitsdaten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. Dass das sensible Daten sind und dass die auch nicht jeder gerne preisgibt. Das ist ja schon noch klar. Ich mache immer an diesem Beispiel auch gerne klar, okay, eigentlich haben wir vielleicht bis auf die Sensoren, aber so schütteln oder so geht mit dem Smartphone auch schon, haben wir all das schon auf den Smartphones, um mal so ein bisschen klar zu machen, hey, geht da ein bisschen vorsichtig mit um oder so und dann sagte mir eine Freundin so, oh ja, Iris, ich nehme mein Smartphone aber nie mit ins Schlafzimmer. Und ich so, boah, das ist super, ihr habt auch kein Smart-TV stehen? Nein, 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 also Schlafzimmer. Ich so, ah, super. Und habt ihr immer nur Sex im Schlafzimmer? Und ich so, okay, na gut, nicht. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Man hat sowas schon in etwa so bei sich. So. Gesundheitsdaten hatte ich eben genannt. Ich nehme das nochmal ein bisschen raus. Da könnte ja noch jeder so schon auch, also die Letzten, die sich immer so weigern und sagen, ah, na ja, gut, also dass es wichtig ist, es ist sensibel. Daten zum Sexualleben mag man auch nicht so preisgeben. Aber es gibt auch Stellen, da wird es tatsächlich einfach lebensgefährlich, diese Daten preiszugeben, beziehungsweise, was heißt preiszugeben, wenn sie bekannt sind, in dieser Art von System, ich komme da gleich noch ein bisschen drauf zurück, weil es ja nicht nur Gesetze in Europa gibt, sondern natürlich weltweit und die sehr, sehr stark divergieren. Und dann nehme ich natürlich dieses sehr problematische, aber drastische Beispiel, dass zum Beispiel die Todesstrafe ja auch noch auf Homosexualität in gar nicht so wenigen Ländern dieser Erde besteht. Jetzt komme ich mal auf IT-Security, aber nur ganz kurz. Das ist mehr so eine Grafik. Hier ist, das ist kein Sexroboter, aber ich wollte nur, dass man sieht, dass es das gesamte System ist und dass ihr euch vielleicht ein bisschen Gedanken macht, wo fließen diese Daten hin? Ja, natürlich werden auch Sexroboter hier in Europa vertrieben und da gilt die DSGVO selbstverständlich. Ich habe in Deutschland mal alle 18 Blacklists, wir haben ja 18 Datenschutzbehörden. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, hier in der Schweiz mal zu gucken. In Österreich ist es aber ähnlich. Keine dieser Behörden hat auf der sogenannten Blacklist. Eigentlich müsste eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung also durchgeführt werden. Und zwar vorab natürlich, ne? Ich meine, dass da Risiken sind und so, und ihr habt schon dieses ganze risikobasierte Ansatz etc. Das brauche ich gar nicht so auszuführen. Gibt es nicht. Ich habe mal in Bayern nachgefragt, sie fanden es lustig, aber sie haben gesagt, ja, da waren wir zusammen auf einem Podium und sie waren so ganz stolz auf ihren Tesla, den sie da nun im Labor hatten und so weiter und so fort. Ich so, und dies hier steht nirgendwo. Da ist wieder einmal Tabu und Data Breaches hat es schon gegeben im Bereich von Sextoys. Ich behaupte mal, die Geschädigten sind nicht die Ersten, die bei einer Datenschutzbehörde auf der Tür, auf der Schwelle stehen und sagen, mir ist da etwas passiert, ein Breach. So, die Server stehen aber da, wo die meisten Firmen stehen. Und das sind eben im südostasiatischen Bereich Japan, China, Südkorea sind so die Hauptländer und Hersteller und Nordamerika. Da haben wir jeweils zwei so Drittländer insgesamt, die
Also ich will ja nicht behaupten, dass es da keine Datenschutzgesetze gibt. Das stimmt so auch nicht. Das ist sehr pauschal und wir sind ja immer so ein bisschen sehr europazentriert und glauben, hier das beste Datenschutzrecht haben. Aber es ist einfach ungünstig, dass zum Beispiel die USA ja sich von überall her auch noch Zugriff erlauben. Gut, lasse ich das mal so stehen und werfe mal zur Ethik erstmal Fragen auf, die ich mir so gestellt habe. Wir hatten eben das Thema Stereotype durch Spracherkennung. Das war in der Keynote bei Beautiful Student, wurde übersetzt wunderhübsche Studentin und Smart Student, der kluge Student. Also das sind ja nur jetzt im Bereich der Sprache Stereotype, die dort auch so verstärkt werden. Und ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Fragen ein. Stereotype hat man ja schon auch erkannt an dem, wie Charaktere benannt werden. Und das ist nicht nur die hypersexualisierte Gestalt. Und wir haben hier nicht nur Bilder, wir haben ja hier so einen Körper. Und eben auch so, wie Ethnien so dargestellt werden. Woher kommt das Ganze? Schon aus der, ich nenne es mal Pornoindustrie. Ich will damit Porno sicherlich nicht verteufeln oder so. Aber was da für Werte die gesamte Zeit so mitgeliefert werden, finden dann hier eben so Niederschlag auf einem Körper nochmal. Also so, oder auf einem körperähnlichen Gegenstand, würde ich jetzt mal so sagen. Zu der zweiten Frage, ob sexualisierte Gewalt irgendwie normalisiert wird, gibt es von einer Wissenschaftlerin aus Großbritannien, Kathleen Richardson, eine Kampagne gegen die Weiterentwicklung von Sexrobotern. Wenn man ihr so zuhört, dann hat sie sich da so in das eine, also in den einen Pol, fast ein bisschen, reingesteigert auf jeden Fall. Einmal auf der einen Seite die Enthusiasten, auf der anderen Seite diejenigen, die ein Verbot fordern. Und ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, ich finde es ein bisschen einfach, entweder zu sagen, ja, immer alles, was die Technik hergibt, oder Verbot. Es ist durchaus auch schwieriger und ein bisschen diffiziler, aber dafür sind wir alle hier, sich genau dazwischen zu bewegen und eine relativ individuelle Meinung dazu zu bilden, was man nun von Sexrobotern hält. Sie führt eben als Gründe an, es gibt einen Backlash für Frauen, weil eben auf bestimmte Rollen, das Dienende, was ich vorhin gesagt habe, dieses Assistenten, und dann im Bereich der Sexualität so sexsklavinartige Bild projiziert wird. Stärkere Gewalt gegen Kinder und Frauen, das führt sie hier so an. Da würde ich behaupten, dass sie ein bisschen den Menschen unterschätzt. Also es gibt natürlich keine empirischen Studien dazu, ob ein Roboter dazu dient, nur Ventil zu sein für Triebe, die man da nun so abführt, oder Gewalt, die man ausübt, oder eine Trainingsmethode, um es dann an lebendigen Menschen auszuführen. Die gibt es nicht dazu. Wir können aber so Analogien bilden zu der Gaming-Branche, auch bei denen seit Jahren auch schon gesagt wird, Gewaltspiele führen irgendwann dazu, dass Gewalt in der wirklichen Welt ausgeht. Ja, es mag einzelne Zusammenhänge mal gegeben haben, aber nicht alle Gamer gehen raus und führen einen Amoklauf aus. Also das ist ja an und für sich relativ deutlich widerlegt, beziehungsweise und durch sehr, sehr hyperrealistische Bilder ja auch dort wird das Ganze ja dort ausgestellt. Ja, die Objektivierung des weiblichen Geschlechts, dass Frauen so als Objekt, dann in dem Fall als Puppe gesehen werden, das führt sie hiermit an. Das ist aber vermutlich nicht allein durch einen Sexroboter zu begründen. Ihr Ziel hinter dieser ganzen Kampagne, wirklich zu verbieten, ist eigentlich vordergründig, dass wir, so wie wir es heute tun, eben in den Diskurs kommen, dass wir darüber reden, dass wir einen guten Aufhänger haben und sagen, okay, aber da sind relativ viele Problemfelder da, die wir gesamtgesellschaftlich besprechen müssen. So, eigentlich auch ein alter Hut, entsteht mehr Einsamkeit durch Technik. Das sagen wir seitdem auch Großwerden des Internets. Einsamkeit ist gerade in den Industrienationen ein großes Problem, ein großes volkswirtschaftliches Problem, was ja viele Krankheiten nach sich zieht, etc. Die User, die aber aktiv mit Robotern zusammenleben, die verspüren sich hinterher als gesünder, als besser und in Gesellschaft. Und interessanterweise gibt es hier so in so Paarkonstellationen den Effekt, dass ein Roboter, also das ist auch ganz ambivalent zwar, aber
als Abhilfe betrachtet wird, aber nicht als dritte Person. Also so der sogenannte Betrug findet da nicht statt. Ist zumindest überdenkenswert. So, das ist jetzt ein bisschen schwieriges Thema. Das mache ich auch deshalb nur ganz kurz. Wenn wir das haben und die Möglichkeit, die technische Möglichkeit, darf man wirklich technisch alles das ausführen, was möglich ist? Also ein Roboter das Aussehen einer prominenten Person geben lassen. Das, wie gesagt, ist ein Geschäftsmodell, das kann man noch ganz anders überlegen. Ich als Privatperson fände das natürlich irgendwie nicht gut, wenn mein Aussehen irgendwie, weil der Nachbar oder irgendjemand sagt, das fände ich toll. Auf gar keinen Fall im gewerblichen Bereich, ist klar, ihr wisst schon, Stichwort Recht am eigenen Bild. Wenn das aber so ganz im Privaten passiert, dann mag mir das ein Unbehagen bereiten. Es gibt aber keine wirkliche Verbotsnorm dafür. Nur mal so. Tote ist, glaube ich, für sich sprechen relativ schwierig. Und das dritte Thema, deshalb, das ist besonders creepy, das mache ich hier auch nur kurz. Da gibt es zumindest im Bereich der Puppen schon sehr, sehr viele Gesetze, die es verbieten, kindlich aussehende Roboter herzustellen, zu besitzen etc. In den USA, in Kanada, in Neuseeland, Australien, weiß ich es, in Europa auch in vielen Ländern. Was aber schade ist, muss ich trotzdem dazu sagen, ist, dass mit der Begründung, es ist schon in vielen Ländern verboten, das verboten wurde in den USA mit dem Anti-Creeper Act unter anderem. Das war noch, ja, das war unter Trump. Oh, da kommt irgendwas, das ist gruselig, das ist pervers, das wollen wir verbieten. Wieder dieser eine Verbot. Es gibt in Japan eine relativ bekannte Firma, die diese Puppen nun herstellt. Und der Inhaber sagt, ich kann aber auf diese Art und Weise Menschen, die eine pädophile Prägung haben, helfen, das rechtlich und ethisch einwandfrei auszuleben. Man könnte zumindest nachdenken, ob in einer therapeutischen Begleitung diese Art von Puppen, also Roboter sind es vielleicht an dieser Stelle noch nicht, ob die nicht hätten zugelassen werden können, bevor man gleich alles so verbietet. Nur so als Gedanke. Ja, die Verantwortungszuschreibung ist nicht abschließend. Im Bereich der IT-Security, ja, ich nenne es immer die Penetrationstests der etwas anderen Art. Die übrigen Felder ergeben sich, es ist nicht, wie gesagt, abschließend. Und Fazit und Ausblick, davon habe ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Wir müssen alle miteinander reden, das ist nichts ganz Neues. Die Akzeptanz läuft ja immer über Vertrauen. Das wird eher so über diesen Medizinsektor kommen. Pflegeroboter sind zum Beispiel sehr funktional ausgestaltet, aber das kennt man ja schon immer, dass Maschinen dann so ein bisschen zweckentfremdet werden. Also das muss keine Maschine sein, das ist ja auch manchmal nur eine Zahnbürste. Aber Pflegeroboter with Benefits unter dem Stichwort kann man das mal so ein bisschen im Auge behalten, denn wie gesagt, ob das humanoide Aussehen eine Rolle spielt, für mich, für diesen Vortrag ja, aber sonst nicht unbedingt. Und Ausblick darauf, sage ich ja, nicht die Menschlichkeit, vielleicht die Andersartigkeit ist wichtig. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hier habe ich Pepper versuchen tanzen zu lassen und wenn Fragen sind, ich bin ja noch im Moment hier. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Iris, für diesen energetisierenden Vortrag auch. Ich hatte viele Fragen, viele hast du dann auch gleich schon wieder beantwortet, das finde ich immer ganz toll. Für mich die große Frage ist jetzt zum Tabuthema, wer traut sich ans Mikrofon und hat vielleicht auch eine Frage aus dem Saal? Iris ist jetzt noch ein paar Minuten da, wenn Fragen da sind und da sehe ich auch schon die erste, dann wird sie die sicher gerne beantworten. Ich habe eine Frage für meine persönliche Einordnung von dem Thema. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt in einer Welt leben würde, wo es diese Roboter schon seit 50 Jahren gäbe oder 100 Jahren, wie es irgendwie Vibratoren schon gibt, würde ich das dann anders einschätzen als jetzt? Also die Überlegung ist quasi, gibt es einen kategorischen Unterschied zwischen einem Vibrator und einem Sexroboter oder ist es einfach, also ist es hat ein Gesicht, ist es ist die Komplexität, diese Frage. Ich fange mal mit dem ersten an, dass du sagtest, wenn man damit schon lange, vielleicht Jahrzehnte gelebt hat, ob es einen Unterschied gibt. Da richten wir in der Forschung immer den Blick auf Japan, die ja die Industrienation ist, die mit der Robotik im Allgemeinen am meisten Erfahrung hat, die ganz eindeutig sagt, wir wollten technisch sehr schnell, sehr weit vorankommen und da war so Philosophie nice to have.
Und ich sage ja immer so, das ist aber an und für sich, diese Erwägungen sind gleichzeitig zu stellen. Die Gewöhnung in bestimmten Bereichen, das ist jetzt auch nicht flächendeckend überall im Land so, an Roboter bei Servicedienstleistungen, ob man im Hotel in Empfang genommen wird oder in einem Krankenhaus die Anweisung auf einem Tablet liest, die ist sicherlich sehr viel höher als bei uns jetzt in Westeuropa. Und das führt sogar so weit, das hat allerdings auch ein bisschen einen religiösen Hintergrund, zum Beispiel mit dem Shintoismus, dass man sagt, jedem Ding wohnt eine Seele inne, dass man seine Roboter sogar begräbt. Also dass man da Kautschuk als Material nimmt, damit das eben auch biologisch abbaubar ist in der Erde. Ja? Also da ist eine ganz, ganz andere Gewöhnung und natürlich über die vielen Jahre. Und da habe ich eben viel diese Erkenntnis dazu, gerade wenn ein Partner in eine große Stadt ziehen muss, was sehr teuer ist und die Familie nicht hinterherziehen kann, dass ein Roboter gegen die Einsamkeit dann dort hilft, aber wie gesagt nicht als dritte Person in dem Sinne anerkannt wird, die dann den Ehepartner betrügt. So, und ob es kategorische Unterschiede zwischen einem Vibrator und einem Sexroboter insgesamt gibt, ja, im Großen und Ganzen kann man das vielleicht unter Sextoy und unter Self-Sex sehen. Wir hatten aber vorhin kurz das Thema, gerade weil es humanoid aussieht, denkt man ja immer weiter, was ist, wenn ein Roboter Bewusstsein entwickelt? Also dieses große Kapitel Philosophie des Geistes, das habe ich hier jetzt komplett ausgespart, weil das nochmal eine eigene Arbeit für sich ist. Da würde ich immer mit so auf den Weg geben, um so zu gucken, also so gerade durch diese Ähnlichkeit dann doch auch mit Menschen, muss man dieses Verrohungsargument, was unter anderem ja auch von Kant, dann, wir wissen rational, es ist ein Gegenstand. Es ist eine Sache. Wir könnten es als Sache behandeln. Es gab neulich in Berlin, da gibt es auch so einen, ich sage es jetzt mal ganz despektierlich, einen Puppenpuff. Da wurde eingebrochen und eine Puppe wurde irgendwie zerstört. Und dann hieß es Mord im Puppenpuff. Wenn man das natürlich so subsumiert, dann kommt man zu einer Sachbeschädigung. Das ist klar. Aber damit man eben nicht verroht, weil dieser Roboter so menschlich aussieht, da könnte man das anwenden, dass man sagt, man behandelt die Dinge. Also man guckt eher darauf, wie geht man damit um? Also und damit man eben nicht sagt, das ist eine Sache, ich gehe damit um, wie ich will, sollte man das ruhig anwenden. Ein Vibrator, der eine ganz andere gegenständliche, ein ganz anderer Gegenstand ist, da sehe ich vielleicht, also in dem Fall, also inzwischen, also wie die jetzt so im Jahr 2024 aussehen, wenig Menschliches inzwischen. Darf ich kurz noch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme das gleiche Bewusstsein, pack's aber in einen Vibrator. Also. Ja, das ist ja auch die Idee, wo wir so hinkommen und sagen, ja okay, dieses Menschliche, da sollte man sich gar nicht so drauf konzentrieren, sondern vielleicht ganz, ganz anders aussehen. Also bei dem Thema Bewusstsein, da müsste man sich vielleicht über eine vierte Kategorie so in diesem Rechtssystem Mensch, Tier, Sache überlegen. Es wird zu autonomem Fahren schon im EU-Parlament seit 2015 darüber diskutiert, ob es den Status einer elektronischen Person oder einer Persönlichkeit sogar geben soll. Hat mehr eigentlich haftungsrechtliche Gründe, weil man ja nicht weiß, wer an welchen Beitrag gesetzt und auf wen ist im Schadensfall so zurückzugreifen. Auf den ersten, auf den zweiten Entwickler, auf die Hardware, auf die Software kann man irgendwann nicht mehr gerade mit dem Thema Bewusstsein auseinandernehmen. Und insofern hat man sich da diese Gedanken gemacht. Und dann wäre es egal, welcher Gegenstand und wie der Gegenstand ausgestaltet ist. Dankeschön. Ja, gerne. Wunderbar, dann gerne die nächste Frage. Erst wurde der Unterschied zwischen Puppen und Robotern gemacht. Ja. Gibt es jetzt menschliche Roboter, die zum Beispiel laufen können, autonom? Oder ist das begrenzt, was bewegt wird? Es ist noch sehr begrenzt, weil es relativ schwierig ist, das herzustellen. Ich weiß nicht, wer die, sagen wir mal, Imagefilme von Boston Dynamics kennt. Okay. Entschuldigung. Da können die ja Backflips schon ausführen und alles Mögliche. Aber das ist natürlich unheimlich kostenintensiv. Und für diese Art von Puppen ist das noch nicht so ausgestaltet. Die Bewegung, die teils autarken, spielen sich mehr im Gesicht ab. Also, dass wirklich Mimik vorhanden ist, also Augenklimpern, Mundbewegung. Und das ist gar nicht so einfach, Sprache synchron mit der Bewegung in dem Fall hinzubekommen. Und also so Kopfdrehen und Ähnliches. Der Rest eher nicht, aber es gab auch mal eine Dokumentation zu Sexrobotern. Da hat der Protagonist
den Sexroboter dann eben in einen Rollstuhl getragen und auch so. Das ist ja gar nicht so was Ungewöhnliches. Also das hat man nicht in der Mehrzahl, aber mit Menschen ja durchaus auch mal. Und hatte sie ein Hütchen auf. Also sah irgendwie, zumindest von Weitem, nach einer Mensch-zu-Mensch-Beziehung aus. Danke. Gut, also ich habe keine Frage, sondern eine Ergänzung. Ja. Und zwar ist es so, also es gibt durchaus also auch Studien, die versucht haben, bei pädophilen Straftätern Sexroboter zu benutzen. Mhm. Und da gibt es also das, kennst du wahrscheinlich auch, also die einen sagen, ja, es geht jetzt darum, den Sexualtrieb zu befriedigen, und andere meinen aber, dass gerade dadurch die Neigung zur Pädophilie verstärkt wird. Aber es ist so, dass das falsch verstanden wird, denn bei Sexualstraftätern geht es nicht darum, den Sexualtrieb zu befriedigen, sondern um Machtausübung. Mhm. Das ist relativ gut bestätigt. Ja. Also sind Sexroboter total, also weder bei Pädophilen, auch nicht bei irgendwie erwachsenen Sexualstraftätern nützlich. Also das verändert überhaupt nichts. Und es stimmt andererseits auch so, bei Einsamkeit kann durchaus sein, dass es ein Sexroboter Einsamkeit verringert, aber das ist im Sinne von einer Symptombekämpfung zu sehen. Ja. Aber löst nicht die Einsamkeit also als psychologisches Phänomen an sich. Mhm. Ja, danke schön. Zu dem ersten wollte ich auch sagen, ich hatte ja das hier ein bisschen kurz abgehandelt, weil ich das Thema kindlich aussehende Sex Puppen in dem Fall oder Roboter ein bisschen gruselig finde, ehrlich gesagt. Aber weil wir ja eben vom Täterprofil ausgegangen sind und du eben schon richtigerweise angesagt hast, es geht fast immer um Machtausübung, vielleicht auch noch so Gewalt. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in diesem Fall wird in der Hauptsache bei den Tätern, muss man sagen, nicht von Menschen ausgeübt, die eine pädophile Prägung oder Neigung eben haben. Ich glaube, man sagt eigentlich Prägung. Sondern das sind nur 30-50%. Also müsste man sich überlegen, 50% eben nicht. Und genau das ist der Punkt, an dem man sagt, dann ist es natürlich keine Lösung. Aber dann ist es auch kein Grund, es zu verbieten. Muss man wieder aussagen. Gut, dankeschön. Danke. Ja, darf ich bitten, vielleicht ein bisschen kurz zu fassen, weil jetzt kommt noch eine Frage dazu. Ich hoffe, das klappt, dass wir alles noch reinkriegen. Ja, herzlichen Dank. Ich hatte auch diese Frage zur Einsamkeit, weil auf der einen Seite scheint das wirklich eine aufs Individuum dann und dann auf die psychologisch empfundene Einsamkeit eine positive Auswirkung zu haben. Aber sagen wir mal, aus einer soziologischen Perspektive, warum die Einsamkeit dann eigentlich überhaupt erst zu einem Problem geworden ist, das scheint ja damit nicht lösbar zu sein. Vielleicht noch eine Ergänzung. Nein, es ist ja auch ein gesellschaftliches Problem. Also ich muss das jetzt so platt beantworten, was wir nicht durch Technologie lösen können. Aber wenn man eben auf die einzelnen User nochmal guckt, und ich meine, man kann, also uns steht es ja nicht zu sagen, das ist nicht reziprok, das ist keine Beziehung. Das, was du da führst, ist irgendwie anders. Diejenigen, die befragt worden sind, fühlen sich subjektiv besser. Also sind dann im Ergebnis eben auch gesünder. Also Einsamkeit macht ja normalerweise eben auch krank. Und diese Momentaufnahme und diesen Aspekt sollte man zumindest nicht vernachlässigen. Mhm. Vielen Dank. Letzte Frage noch. Mir geht es um Datenschutz, weil du gesagt hast, du hast so eine Dreierkategorie aufgemacht mit Stellen, an denen Daten sozusagen erhoben werden. Das ist ja erstmal egal, ne? Weil wenn das Ding keinen Internetanschluss hat, wie kommuniziert das denn? Und also du hast Nordamerika genannt, so, ne? Ist für die Schweiz natürlich auch schwierig, unsicheres Drittland und so. Aber wenn es da gar keinen Datenaustausch gibt, sondern vielleicht das nur zur Funktionsausführung notwendig ist, ist es ja super. Also inwieweit, also haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, interessiert mich aber sozusagen, wieso ist das datenschutzrechtlich problematisch? Weil erstmal geht es mir ja um die Funktionserfüllung und die ist ja dadurch dann vielleicht gewährleistet und ist ja supi. Ja, kann man das kurz beantworten? Ja. Klingt nach einer komplexen Antwort.
Okay, also Funktionsausführung, sagtest du, ist ja schön und gut. Es ist aber am Internet mit dran und es ist nicht sonderlich doll geschützt etc. Denn sonst würden die auch für diese Funktionen zu schlecht funktionieren. Also ich meine, Trainingsdaten etc. werden aus dem Netz bezogen. Ja, gerne. Ganz herzlichen Dank. Nochmal Iris, herzlichen Applaus bitte.